Meine Aufgabe ist es hier im Park, die Verkehrssicherheit der Bäume zu kontrollieren. Und ich begebe mich jetzt zu dieser Esskastanie und mache erstmal die Erstansprache für diese Sichtkontrolle. Ich verschaffe mir also einen Überblick, wie der Baum insgesamt dasteht, überprüfe dabei die Belaubung. Ist sie intakt? Ist sie gesund? Ist sie voll? Wenn ich damit zufrieden bin, gehe ich an den Baum heran und beginne meine Kontrolle im Stammfußbereich. Dazu überprüfe ich, ob ich im Fußbereich irgendwelche Unregelmäßigkeiten habe, dass sich der Boden aufwölbt, ob ich Löcher habe, ist aber in diesem Fall nicht, ist alles intakt. Dann gehe ich einmal um den Stammfuß herum, verschaffe mir einen Überblick und dann beginne ich mit der Stammkontrolle. Für die Stammkontrolle habe ich hier einen Ausbeulhammer und klopfe damit Stammpartien ab. Damit kann ich herausfinden, ob ich irgendwo Hohlklang in dem Stamm habe oder ob er gesund klingt. Jetzt bin ich hier drüben. Und hier auf dieser Seite, auf dem zweiten Stämmling, ist der Klang deutlich anders als hier drüben. Und ich vermute hier drin einen Hohlklang, ist aber im Moment verkehrssicherheitstechnisch noch nicht relevant, aber es ist etwas, was ich beobachten muss. Diesen Baum werde ich also in den nächsten Jahren verstärkt irgendwie auch daraufhin kontrollieren, ob sich da an dem Klangbild irgendetwas verändert. Diese Daten trage ich hier in mein mobiles Erfassungsgerät ein, in den Computer, wo ich zwei Programme drin habe, also einmal die Datenbank, wo sämtliche Protokolle des Baumes in seiner Historie hinterlegt sind. Wenn ich also dann die Stammkontrolle für mich jetzt erstmal abgeschlossen ist, gucke ich nochmal in die Krone rein, ob ich tote Äste entdecke, ob ich Risse entdecke. Und wenn das alles für mich unauffällig ist, dann schließe ich das Protokoll ab und gehe zum nächsten Baum.